So, Pyro-Freunde, wir checken jetzt mal aus, was es für Top-Premium-Böller so gibt auf dem Markt. Alles dabei, die Blaso Elio, die King, Bröckhoff Dynamite, die King 2.0, Funke Superböller 2. Dann haben wir sogar einen Fire-Event, die Böller mal. Thunder Flash MK5 ist am Start. Und von Bavaria, ja, auch ein Bühnenknallartikel. Ich würde sagen, fangen wir an. Wir fangen mal mit Dynamite an. Alles. So, mal ganz kurz. Dynamite. Darf ich dir das mal so zeigen? Wunderbar. Du stehst übrigens vor meiner Kamera. Das tut mir leid. Wir haben uns ungünstig platziert. Aber ich würde sagen, wir zünden die einfach mal. Ja, zünde mal. Ach Gott. Na ja. Ganz ehrlich, Pyropupsi? Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Druck erwartet. Hätte ich auch, aber ja. Kann ich alles haben. Wir decken auf. Was ist gut und was ist Schrott? Was ist gut, ja. Akte. Akte deckt auf. Mit Ulrich Pyropupsi TV. Pyro ist undercover. Ulrich Feuer deckt auf. Abonnenten, Leute, 42 Abonnenten gucken zu oder 42 Leute gucken zu, Wahnsinn. Machen wir weiter mit den Cobra 3 BP4. Neu aus dem letzten Jahr. 4 Gramm pro Böller, klingt schon mal ein bisschen besser. Ja. Gucken wir mal. Jetzt gucken wir uns erstmal ganz kurz an, wie die hier so beschaffen sind. Ja, gut. So. Wenn du bereit bist. Feuer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Lunde, ey, da können wir noch eine halbe Stunde warten. Die ist ja wahnsinnig lang. Was aber nicht unbedingt schlecht ist. Ja. Ja, da kannst du dir erstmal noch einen Kaffee machen nebenbei. Ja, aber auf jeden Fall mehr Druck. Das stimmt. Deutlich mehr Druck dabei. Sehr, sehr lange Verzögerung. Wenn ich so frisch gelesen habe, Butana oder Buhama oder. Keine Ahnung. So, nächster Cobra. Gut. Ja, war sehr gut. Kannst du mich auch grüßen? Andina Gauch, Grüße. Wo ist Bad Boy? Bad Boy ist schön arbeiten auf Arbeit. Oh ja, der war noch besser sogar. Die gefallen mir. Die sind gut, die Böller. Ja, aber die haben jetzt eine ewig. Nur der Brenner ist. Ewig lange Verzögerung, ne? Das ist wahr. Sicherheit ist gegeben. Auf jeden Fall. Sehr nice. Kannst du mich bitte grüßen? Thunderflash MK5. MK5 0,65 Gramm NEM von Bergholz. Ach, herrlich. Diesen hier, ja. Den reibt man an und nimmt die Kappe ab. Geil. Sieht man das? Eigentlich musst du das mit hier rüber zeigen. Mal, Leute, hier. Warte mal, ich mach das mal von hier. Und zwar habe ich die Kappe abgenommen. Hier ist eine Reibefläche. Ja, sehr gut. Und hier gut. Oben reiben wir den Böller jetzt an. Mal gucken, wie es klappt. Okay. Oh, gut. Ja, natürlich ins Wasser geworfen. Ins Wasser geworfen. Ich wollte nicht nass werden. So, ich übergebe dich mal wieder. Wie fandest du den denn? Naja, sagt er, der Hyperframe. Dann gibt es jetzt den King von Fire Event. Der Walter Berghaus möchte gegrüßt werden. Kannst du bitte mit dem Walter Berghaus grüßen? Ja, dann machen wir mal mit den King weiter, würde ich sagen. Lecker. Wer kennt sie nicht? Ne? Wer kennt sie nicht? Jetzt weiß ich nur nicht, welche Charge es ist. NEM sind 30. Wir werden sehen. So. Wir hauen alles raus, hier wird nicht gespart. Ich bock die erstmal aus. Gucken wir uns das erstmal kurz an. Dann zeige ich das zu Martin nochmal. Sehr schön. Mhm. Na dann, auf los geht's los.
Da haut es direkt den Rauchtopf um. Die haben ordentlich Druck. Ui. Der scheint mir aus. Ja, der scheint mir auch aus. Na, dann machen wir einfach mal den nächsten. Oder noch ein bisschen klimmt. Vielleicht kommt er noch. Der kommt noch. Aha. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Die guten Böller gehen alle nicht. Mach aber nichts. Ach Gott, das war das. Der war aber schlecht. Also, ich habe das Gefühl, die sind irgendwie mal feucht geworden. Vielleicht ist das die Randcharge. Wow. Wow. Einer aus der Packung hat gut geknallt, der andere war Mist und drei sind liegen geblieben. Und klimmen aber noch. Nicht schlecht. Mal mit den Füßen. Ja, hier, das Thema. Fire Event und Funke. Ach so, das leidige Thema. Das hätten wir vielleicht vor uns machen sollen, wo wir die D-Funke noch hatten. Machst uns Feuer. Natürlich auf die Lunde geflogen. Natürlich. Den sehr gut. Ja, den holen wir gleich. Dann hast du wahrscheinlich noch die anderen. Natürlich auf die Lunde geflogen. Boah. Ja. Das drückt. Moin Rasmus.s. Ah. Willst du den einen schnell noch anzünden? Immer wieder gut, das machen wir. Vorne ist nämlich Lunte, ich seh's nicht. Du siehst Lunte? Ich sehe Lunte. Kannst du mich aufgrüßen? Max. Am Anfang hatten wir ja schon mal Funke, mal gucken, wie Fire Event so ist. Müsst ihr zurückspulen, Leute. Alle Fälle viel weniger Schnipsel. Aber auf jeden Fall auch laut. Also das laut, kann man nicht ja, sagen. Druckvoll, aber viel, viel weniger Schnipsel. Das stimmt wohl. Viel weniger Schnipsel. Jetzt machen wir mal eine schöne Neuheit, die King 2.0 mit Crackling-Vorbrenner. Und dann sagen, ich kenne sie schon, ich weiß, wie sie sind. Ich auch. Aber ich habe sie mit dem Extrem am Wochenende gezündet. Zeigen sie euch. Mal gucken. Im Steinbruch. Fangen wir mal an. Die King 2.0. Da geht aber noch was. Da geht noch was. Das war noch nicht alles, was da kann. Siehst du? Da fiebt schon das Ohr fast ein bisschen. Ja, der war schon druckvoller. Richtig geil. Ja? Leute, wenn euch das gefällt, gebt den ganzen Daumen nach oben. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns damit unterstützt. Und alle Leute, die hier zugucken und den Pyropupsi TV noch nicht abonniert haben, sollten dies tun. Der Junge macht auch richtig tolle Videos. Wieder was Illegales. Und zwar die Funke Super bei der 2. Ja. Dann drückt uns mal die Daumen, dass wir jetzt hier gleich ein bisschen Schnipselregen finden oder wir sehen. Okay, alles klar, Funke funkt. Das hat denen keinen Abwurf getan. Jawohl. Funke funkt. Da fliegen uns die Fladen hier durch die Bude. Nach wie vor super. Wahnsinn. Oh! Boah. Oh, der Ball war heftig. Heftig, ey. Heftig und der Schnipselregen. Alter, das sieht's aus, ey. Der Schnipselregen. Wir haben viermal D gezündet und viermal Super 2 gezündet. Ja. Und das sieht's aus, als ob man ganze Schinken gezündet hätte. Wahnsinn, Funke. Wahnsinn. Aber man muss sagen, auch feucht, Funke, ja. Nach wie vor top. Ja, das stimmt. Gucken wir mal, was der Maroon von Bavaria so kann. Und jetzt schnappen wir uns mal die Fernbedienung. Bleib mal hier, komm mal zu mir. Warte, ich muss gucken, welcher Kanal das ist. Ach, Kanal. Nummer 6.
die Nummer 6. So, also, wie würde das, sag mal noch, warte mal, wie würde das jetzt funktionieren? Du hast es jetzt angeschlossen, alles drum und dran. Habe das angeklemmt. Und du kannst dir dort den 6. Kanal aussuchen. Also da, wo du es angeklemmt hast, ist jetzt der 6. Kanal. Ja, die Kanäle sind nämlich voreingestellt, vorprogrammiert. Okay. Und jetzt hast du hier eine... Habe ich eine Zündfernbedienung. Eine Zündfernbedienung. Okay. Und wenn ich da jetzt die 6 drücke, sollte es... Okay, ich mach mal so, dass wir das greifen und gleichzeitig noch das. Du kannst es gerne loslegen. Drücken wir mal die 6. Nein. Und es passiert nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe meine Batterien jetzt nicht einmal überprüft. Jetzt haben wir die Leute so heiß gemacht. Ob die fit sind? Ah. Das ist ja schade. Das ist schade. Müssen wir irgendwas anmachen? Oder? Jetzt leuchtet das nämlich. Oh. Naja, wir machen es spannend. Wir machen es spannend. Los. Die Hand hier. Profis bei der Arbeit. Achtung, es geht los. Es passiert nach wie vor nichts. Ich dreh durch. Oh. Alter Schwede. Ja. Alter Schwede. Ist doch was passiert. Das war aber ein heftiger Knall. Und alles live. Alter Schwede. Alles live. Das Ding leuchtet sogar noch. Das hat's überlebt, ja? Leute, es hat's überlebt. Tatsächlich. Also die Billiganlage, die taucht was. Boah. Leute, nochmal. Das ist ein Bühnenblitzartikel Kategorie T1, ja? Wow. Jetzt nicht mehr. Wow. Ja, das Ding hat natürlich ein bisschen eine Brand. Eine Brandspur. Ich schau mich. Wahnsinn. Wir sind beide gerade ziemlich erschrocken.